Ich male dir mal eine schöne Vierfeldertafel auf und du... Nein. Unfall. So, herzlich willkommen. Auch diese Woche wieder voller Enthusiasmus, voller Energie, voller Power und voller Lust, ja, sich mit Mathe zu beschäftigen, ne? Ja. Und ja, ich bin Andreas, das ist Nanne, beziehungsweise eigentlich müsste ich ja immer, das ist Nanne und ich bin Andreas, also man stellt ja nicht sich selbst als Ersten vor. Eigentlich. Da sieht man ein bisschen, in Manieren muss ich noch lernen, aber ich habe gerade erfahren, also ich wusste natürlich schon vorher, aber gerade habe ich zufällig erfahren, dass morgen eine Mathearbeit ansteht und dann werden wir uns heute nochmal mit den zurückliegenden Themen beschäftigen. Also uns mal angucken, was haben wir alles eigentlich besprochen und nochmal so ein paar Schwerpunkte rausgreifen und die ja, uns nochmal einfach nochmal anschauen. Ja, womit fangen wir an? Was ist ein Baumdiagramm und wozu brauche ich das? Ach so. Ja, ja, das war jetzt eine, genau, eine Frage, die sich an dich... Mich sogar mal. Genau. Ja, so ein Baumdiagramm kann man... Ein Baumdiagramm ist eine sehr gute Möglichkeit, ein Zufallsexperiment visuell darzustellen. Mhm. Ja, also sich das klar zu machen, was da überhaupt passiert. Das ist manchmal denkt man sich, ja, wieso, ist doch logisch, da werden zwei Kugeln gezogen. Es ist aber nicht immer so einfach. Und egal, was für eine Aufgabe du hast, würde ich jetzt mal einfach so mal raushauen. Mhm. Versuche irgendwie das Ganze, wenn du nicht gleich Bescheid weißt, irgendwie in ein Baumdiagramm zu zwingen. Das heißt jetzt nicht, dass du das Baumdiagramm vollständig vom Anfang bis zum Ende irgendwie aufmalen musst. Es reicht manchmal schon, wenn man Ansätze hat und dann erkennt, ach ja, und so geht das hier immer weiter und mhm, jetzt verstehe ich die Systematik. Ja. Ne? Also versuch dir das irgendwie zu visualisieren, weil es ist sehr schwer, das Ganze irgendwie immer im Kopf zu machen. Also das würde ich sagen, können natürlich einige, aber gut, ja, die meisten haben dann einfach Probleme, wenn die Aufgaben ein bisschen schwerer werden. Ja, Baumdiagramm. Ich habe hier verschiedene Äste und diese Äste zeigen mir an, was für Möglichkeiten ich habe. Ja? Mhm. Und diese Äste kann ich natürlich jetzt hier auch weiter zeichnen. Und es muss nicht sein, dass das immer gleich verteilt ist, also dass ich hier zwei und jetzt auch wieder zwei habe. Es könnte auch sein, dass ich hier drei habe. Ja. Ja? Also das muss nicht so sein, dass du einmal zwei Äste, immer zwei Äste. Und jetzt geht es also los. Es könnte hier noch weitergehen natürlich. Ne? Das ist dann immer, vielleicht ist hier aber Stopp und hier sind nochmal zwei. Könnte auch sein. Ja, da sind also viele Sachen möglich. Und entlang dieser Äste, da kommen jetzt also erstmal Wahrscheinlichkeiten ran. Also an die Äste, zum Beispiel 0,4 und 0,6. Bedeutet, die Wahrscheinlichkeit hierfür ist 40% mhm, und die Wahrscheinlichkeit hierfür ist 60%, 0,6. Die beiden zusammen müssen immer 1 ergeben. Mhm. Das gilt auch für diesen Bereich hier. Wenn hier jetzt zum Beispiel 0,1 steht und hier steht 0,8, dann muss hier auch 0,1 stehen, denn die müssen zusammen 1 ergeben. Wenn ich jetzt hier am Ende, ich schreibe mal hier 0,3, 0,7 noch hin, wenn ich jetzt hier wissen will, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diesen Pfad, dass sich dieser Pfad hier realisiert, dann muss ich was machen? Pfad-Multiplikationsregel, also alles mal nebeneinander. Richtig, das heißt, ich muss hier 0,4 mal 0,1 mal 0,3 rechnen, 0,012, ja. So, das wäre hier das Ergebnis. Richtig, Pfad-Multiplikationsregel. Und dann gibt es ja noch die Pfad... Additionsregel. Genau. Ja. Und was ist das? Das ist das, was du auch schon gerade gesagt hast, mit den 0,4 und 0,6 zum Beispiel. Also da addiert man quasi von oben nach unten. Und da muss quasi dann immer 1 rauskommen. Also ja, ja, aber ich glaube, die Pfad... Additionsregel ist so ein bisschen... Oder, ja, genau. Also man kann das halt noch hier, wenn man da dann die Ergebnisse hat. Genau, wenn man hier die einzelnen Ergebnisse, ja, ja, der einzelnen Pfade hat, ja, dann kann man die noch jeweils addieren. Ja. Ja? Ja. Ein Beispiel ist einfach nur,
Kopf und Zahl, eine Münze. Mhm. Und dann hast du nochmal Kopf und Zahl. Kopf und Zahl. Und jetzt geht es darum, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass zweimal das gleiche Symbol kommt. Mhm. Und das wäre hier bei Kopf, Kopf und hier bei Zahl, Zahl. Und dann kann ich hier die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, indem ich 0,5 mal 0,5 rechne. Das ist natürlich hier alles gleich verteilt. Das ist jetzt was Besonderes, aber damit man das nachvollziehen kann. Mhm. Dann haben wir hier 0,25, weil 0,5 mal 0,5 ist 0,25. Hier auch. Und wenn jetzt die Frage ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zwei Symbole habe, also zweimal die gleichen Symbole habe, dann ist es ja das und das. Ja. Das heißt, ich addiere die beiden, 0,5 plus 0,5, und das wäre dann die Pfadadditionsregel. Ja. Okay, das zum Baumdiagramm, das zu den beiden Pfadregeln. Kombinatorische Zählprobleme, also das machen wir gleich dann nochmal, diese bedingten Wahrscheinlichkeit. Kombinatorische Zählprobleme, was ist das grundsätzlich überhaupt? Wie finde ich in der Aufgabe heraus, dass hier kombinatorische Zählprobleme inhaltlich stehen? Also dass da irgendwie jetzt irgendwas mit Kombinatorik zu tun ist. Wir hatten mal, ich habe dir so eine Übersicht mal gegeben, über so, weißt du, über so vier verschiedene, ja, das ist sie doch, ne? Also hier, diese Liste hier, genau, das, also Kombinatorik bedeutet jetzt, ich habe ein Experiment oder ich habe eine Aufgabe und es ist die Frage, wie viele Möglichkeiten der Anordnung gibt es. Mhm. Und da kann man sich ganz grob die Sache so vorstellen, dass du halt das Ganze unterteilst in, ich habe ein Experiment mit oder ohne Zurücklegen, also praktisch mit oder ohne Wiederholung. Mhm. Und ich unterscheide auch noch, ob die Reihenfolge wichtig ist oder nicht. Ja. Und dann ergeben sich sozusagen vier Felder hier, ja? Also nicht vier Felder, vier Feldertafel. Ist das die vier Feldertafel? Nein, das ist nicht die vier Feldertafel, aber es ergeben sich so vier Bereiche hier. Ja. Die wir hauptsächlich uns anschauen. Also einmal hier das ohne Zurücklegen, Reihenfolge wichtig, ohne Zurücklegen, Reihenfolge unwichtig und mit Zurücklegen, Reihenfolge wichtig. Ja. Dass wir mit Zurücklegen und Reihenfolge unwichtig haben, da gibt es auch, ja, das gibt es natürlich, aber das wird hier eigentlich nie behandelt. Kannst du also praktisch vergessen. Und das ist das Schwierige, dass wir in einem Problem, in einer Aufgabe jetzt entscheiden müssen, erstmal, Moment, hier ist was mit Kombinatorik. Es kann also sein, dass du irgendeine Wahrscheinlichkeit berechnen sollst, musst aber vorher eben gucken, wie viele Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, dass die rote Kugel kommt oder dass die rote vor der blauen ist oder, ne? Ja. Das heißt, du musst irgendwas abzählen, weil du nicht auf Anhieb sehen kannst, wie viel. Also wenn du einen Würfel hast, dann brauchst du nicht zählen, wie viele Sechsen da drauf sind. Das ist klar. Aber wenn du eben sowas hast, dann kann es sein, dass diese kombinatorischen Geschichten damit reinspielen. Und da musst du eben gucken, ja, was ist das hier? Mit Reihenfolge, ohne Reihenfolge, ohne Zurücklegen, mit Zurücklegen. Und je nachdem, wie das ist, nimmst du diese Formel. Hier steht, die PIN einer EC-Karte besteht aus vier Ziffern. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für folgende Ereignisse? Alle Ziffern sind ungerade. Ist das ohne Zurücklegen oder mit Zurücklegen? Mit Zurücklegen. Ja, warum mit Zurücklegen? Weil... Also es steht hier zufälligerweise auch, aber warum ist das ein Experiment mit Zurücklegen? Weil die Zahlen können ja auch zweimal vorkommen oder dreimal. Genau, also ich kann... Ne? Wenn ich eine Urne habe mit den Ziffern 0 bis 9 und ich nehme eine 4 raus und ich lasse die draußen, dann kann die 4 nicht mehr vorkommen an zweiter oder dritter Stelle bei meiner PIN-Nummer, aber das ist ja möglich. Ja. Das heißt, ich tue sozusagen wieder die 4 zurück in die Urne und sie ist wieder greifbar. Gut, also mit zurücklegen und Reihenfolge wichtig. Ja, warum ist die Reihenfolge wichtig? Denk mal über die PIN nach einer EC-Karte. Ja. Ist das ein Unterschied, ob ich 1, 2, 3, 4 habe oder 2, 3, 1, 4? Ja. Natürlich.
Okay, also schon. Es geht also nicht nur darum, kommen die 1, die 2, 3, die 4 vor in meiner PIN-Nummer, sondern auch, wie ist die Reihenfolge? Und das ist natürlich ganz entscheidend. Ja. Ne? Wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit gefragt ist, dass alle Ziffern ungerade sind, muss ich eben gucken, wie viele ungerade Ziffern gibt es denn? Ja. Boah, ich würde sagen, wie viele Zahlen gibt es denn überhaupt für so eine PIN-Nummer? Von 0000. Ja, 74. Also, bis? Bis, also 0, es gibt 10, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, genau, ich wollte jetzt nur sagen, du hast ja praktisch alle möglichen Zahlen von 0 bis 9999. Mhm. Ne? Entweder überlegst du dir das, aha, es gibt also so viele Zahlen, oder du sagst dir, okay, für die erste Ziffer habe ich wie viele Möglichkeiten? 10. Ja. Also alle von 0 bis 9 könnten da stehen. Und die zweite auch 10. Und die dritte auch 10. Und die vierte auch 10. Und dann habe ich 10 mal 10 mal 10 mal 10 ist eine 1 mit 1, 2, 3, 4, 0. 10.000 mögliche Zahlen. Eben von 0 bis 9.999. Und wie viele Zahlen davon sind jetzt gerade? Oder? Würde ich sagen, die Hälfte. Also haben wir hier 50%. Ja. Ja. Bei B, das können wir auch mal eben kurz machen, wir wollen jetzt nicht jede Aufgabe machen, dass wir das mal durchgehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass nur die Ziffern 0 und 1 vorkommen? Mhm. Ja, also ich habe das halt so gemacht, dass nur die 0 und 1. Nur die 0 und die 1 dürfen vorkommen. Also bei, was wäre ein Beispiel? Ja. Ein Beispiel wäre zum Beispiel 0, 1, 0, 0 oder 1, 1, 1, 0. Ja. Oder 1, 0, 1, 0 oder was auch immer. Tja, was darf, du könntest ja sagen, okay, wir haben hier wieder unsere vier Plätze. Mhm. Und erster Platz, was kann da stehen? Eine 0 oder eine 1. Eine 0 oder eine 1. Also wie viele Möglichkeiten wären das? Ja, 2. 2. Und was wäre hier? Auch 2. Und auch 2 und auch 3. Das heißt, wir würden sagen, 2 mal 2 mal 2 mal 2 wäre gleich 2 hoch 4. Mhm. Wer gleich? 16. 16. Gucken wir mal, wir könnten es auch so rechnen. Das heißt, zunächst einmal nehmen wir den Fall, dass wir nur Nullen haben und den Sonderfall, dass wir nur Einsen haben. Mhm. Sind schon mal zwei. Dann könnten wir eine Eins haben. Ja? Mhm. So, und jetzt kann die Eins ja hier stehen, hier stehen, hier stehen und hier stehen. Das heißt, ich kann mir überlegen, wie viele Möglichkeiten gibt es da insgesamt? 4. Ja. Das wäre mit einer 1. Mhm. Dann könnten zwei Einsen da stehen. Ja. Wie viele Möglichkeiten gibt es da? Wie würde ich das berechnen? Das wäre doch sozusagen, wie viele Möglichkeiten gibt es, die zwei Einsen hier zu verteilen? Mhm. Und das wäre doch 4 über 2. Ja. Hm? Ja. Das ist 4 über 2. Und wie viel ist 4 über 2? Ich glaube, ich weiß es, aber ich rechne es trotzdem einmal aus. 6. Dann haben wir drei Einsen. Drei Einsen hier zu verteilen auf insgesamt vier Plätze wäre 4 über 3. 4 über 3 ist, glaube ich, 4, ne? Gucken wir mal. Oh ja, 4. Dann komme ich auf, hier habe ich 1, hier habe ich 2, hier habe ich 4, sind 6, plus 6 sind 12. Plus 4 sind 16. Das heißt, so kann man es machen oder so. Ja. Hier einfach nur mal geguckt, ne? Wie viele Möglichkeiten. Erstmal die Sonderfälle genommen, 4 Nullen, 4 Einsen. Ja. Und dann, ja, es könnte eine 1 vorkommen, aber in welcher Position könnte die stehen? Ne? Und dann kommen wir hier zu diesem N über K. Ja. Das spielt da ja mit eine Rolle. Ja. Ja. Das heißt, man sieht auch wieder, dass wir zwar eine andere Aufgabenstellung haben, aber dann so eine Formel plötzlich damit reinspielt. Mhm. Also um die Gesamtaufgabe zu lösen, brauchen wir auch vielleicht da eine andere Formel. Ja. So geht das natürlich auch eben hier mit den anderen Aufgaben. Ja? Geordnete Stichprobe ohne Zurücklegen. Hier sind zum Beispiel 6 rote, 4 weiße Kugeln in einer Urne. Es wird 5 Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Mhm. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig mit Baumdiagramm.
Fünfmal ziehen, weiß ich nicht, ob man das unbedingt vollständig machen muss. Aber was ist ja immer gut, du fängst einfach zum Beispiel mal an und guckst dann, wie entwickelt sich das? Was würde denn dann kommen? Und kriegst dann, ne, wenn du weißt, ach ja, das ist hier 4/5 und das nächste wäre 3/2 und oder ne, du entdeckst eine Systematik und kannst dann die Aufgabe auch besser rechnen, ohne dass du vielleicht hier auf diese Formel zurückgreifst. Aber kann man natürlich auch. Ne? Wie gesagt, nur die Schwierigkeit ist, du kannst nicht eine Aufgabe nehmen, eine Formel und fertig. Ja. Und es kann sein, dass du 2 oder 3 Formeln brauchst und die dann irgendwie kombinieren musst. Das ist immer die große Schwierigkeit. Aber wichtig, dass du diese hier Bereiche kennst und dass du weißt, was bedeutet das hier? Was wäre denn zum Beispiel ein Experiment hier? Oder was wäre ein Experiment hier? Ne? Da habe ich, glaube ich, noch ein bisschen... Ich habe da noch einen anderen Zettel, den gebe ich dir nachher mal. Und zwar habe ich das noch, hier habe ich so ein kleines Experiment aufgeschrieben, wie das Ganze aussieht. So, Drucker läuft. So, was haben wir da noch gehabt? Also hier kommen wir zurück. Was haben wir denn großartig noch gemacht? Wir haben erstmal diese allgemeinen Sachen gemacht. Was ist eine Laplace-Wahrscheinlichkeit zum Beispiel? Was war das noch, eine Laplace-Wahrscheinlichkeit? Oh Gott. Eine Wahrscheinlichkeit, wo alle möglichen Ergebnisse, die da rauskommen können, Ereignisse, die rauskommen können, gleich wahrscheinlich sind. Okay. Das heißt, ein Würfel zum Beispiel. Ja. Ach so, ja. Du hast 6 Zahlen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl kommt, ist 1/6. Mhm. 1/6. Ja. Dieses 1 durch die Anzahl, das ist eine Laplace-Wahrscheinlichkeit. Ja? Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit an sich als solches ist wie definiert. Du hast oben praktisch die Ereignisse, die für dich günstig sind, sagt man immer so, und unten die Gesamtereignisse. Bedeutet, der Würfel, und wenn ich dann die Frage stelle, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl gerade ist, dann guckst du erstmal, wie viele Zahlen gibt es insgesamt. Zack, das kommt unten auf den Bruch, in den Nenner. Und jetzt ist die Frage, ja, gerade, nach geraden Zahlen suchen wir dann, da gibt es die 2, die 4, die 6, sind 3, also kommt nach oben im Zähler die 3. Ja. So wäre die Wahrscheinlichkeit allgemein definiert. Ja. Dann gab es noch das sichere und das unmögliche Ereignis. Mhm. Das unmögliche Ereignis ist 0 und das sichere Ereignis ist 1. Ja. 100%. Und was kann nämlich niemals vorkommen? Dass etwas über 1 ist? Ja, dass etwas größer, eine Wahrscheinlichkeit größer ist als 1. Ja. Weil es gibt kein Ereignis, was sicherer ist als sicher. Ja. Gut. Dann hier einfach nochmal darauf geguckt. Ja, das ist jetzt immer so ein Beispiel. Ne? Also hier eine Anordnung. Mhm. 5 Kugeln. Und es gibt grüne und weiße. Und die grünen sind aber voneinander unterscheidbar. Im Gegensatz hier zu diesen. Hier ist die Reihenfolge nicht wichtig. Du hast natürlich auch wieder grüne und weiße, das kannst du schon unterscheiden, aber die grünen an sich und die weißen an sich nicht. Ne? Ja. Das ist also nur mal hier so eine visuelle Stütze, wie das hier gemeint ist. Und hier ist n gleich k, das war nur der einzige Unterschied. Hier hast du eben 2 grüne und hier wären es 5 grüne. Wie kann man die sozusagen anordnen? Und hier ein Experiment mit zurücklegen. Hier könnte eine Aufgabe sein, ja, du hast 2 farbige Kugeln in der Urne, du ziehst eine Kugel, die könnte jetzt orange oder grün sein. Ja, orange oder grün. Dann legst du sie wieder zurück und beim nächsten Zug könnte es wieder orange oder grün sein und beim dritten Zug wieder. Ne? Kann man also hier schön mit einem Baumdiagramm darstellen und die Gesamtanzahl der Möglichkeiten wäre dann eben 2/3. Ne? Das ist das, was sich halt hier dann auch wiederfindet. Also hier nochmal als visuelle Stütze sozusagen nochmal eine kleine Übersicht. Dann kommen wir mal zu diesen Geschichten. 4-Felder-Tafel, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Unabhängigkeit von Ereignissen. Oder war da noch was dazwischen? Nee, ich glaube nicht. Also, nein. Warte, ich habe noch aufgeschrieben. Willst du was trinken oder so? Das ist nur ein Spiel. Baumdiagramm, Ereignis,
Kombinatorik, bedingte Wahrscheinlichkeit, Verfällertafel und statistische Unabhängigkeit. Mhm. Genau, das müssen wir können. Okay, also alles das, was wir jetzt hier gerade schon angesprochen haben, plus jetzt eben diese wichtigen Sachen, Vierfeldertafel, bedingte Wahrscheinlichkeiten, ja. Unabhängig. Ja, Vierfeldertafel. Ja. Da musst du Folgendes zu wissen. Ich male dir meine schöne Vierfeldertafel auf und du... Nein. Unfall. Jetzt versuche ich das mal. Mein schöner schwarzer Stift, ey. Kann doch nicht wahr sein. So. Gucken wir mal, ob es weitergeht hier. Sieht gut aus. So. Hier habe ich eine Vierfeldertafel. Mhm. Und die heißt deshalb Vierfeldertafel, weil diese vier Felder stehen sozusagen im Zentrum dieser ganzen Tabelle hier. Ja. Und jetzt gibt es also zwei Merkmale. Und zwar sind die Merkmale beispielsweise A oder nicht A. Ja. Ne, das könnte jetzt sein, jemand hat Deutschleistungskurs oder Deutschprofil oder kein Deutschprofil. Ne? Und es gibt ein weiteres Merkmal, das ist B und nicht B. Es gibt das Ganze auch noch erweitert, nicht nur Vierfeldertafel, sondern Mehrfeldertafel. Aber das habt ihr, glaube ich, auch noch nicht behandelt. Ne? Und dann wollen wir das hier auch nicht machen. So, jetzt ist wichtig... Ich entwickle gleich jetzt nochmal hier dazu die Baumdiagramme. Und wenn du das jetzt hier verstanden hast, das ist schon mal gut. Was könnte ich jetzt hier an die Baumdiagramme schreiben? Das heißt, wie könnte ein Baumdiagramm anfangen, das hier zu dieser Vierfeldertafel passt? A und nicht A und B und nicht B. Genau, erstmal A und nicht A. Oder ich könnte auch anfangen mit B und nicht B. Ja. Richtig. Wie ginge das Baumdiagramm dann weiter? Dann würde es weitergehen mit B oder nicht B. Genau. Hier unten auch, ne? Mhm. Man, ich könnte es so stehen lassen. Na gut. Also das würde ich normalerweise hier unten hinschreiben, damit das in der Reihenfolge ist, ne? Soll ich das machen? Aber wenn ich das jetzt durchstreiche? Nein, lass. Also wir machen so. B Radikal. Und nicht B. Radikal, so bin ich. Und hier... A und nicht A. Genau, A und nicht A und hier das Gleiche. Ne? A und nicht A. Gut. Und wie passt das jetzt hier zu diesem Vierfelderdiagramm, zu dieser Tafel? Da drin, was steht denn hier für eine Wahrscheinlichkeit? Da steht die Wahrscheinlichkeit. Also P für Wahrscheinlichkeit von, Klammer auf. A. Ja. Schnitt B. Oder B Schnitt A? Ja, A und B, richtig. Und diese Wahrscheinlichkeit, wo finde ich die hier? Ist das, und? Das ist und. Also quasi die zusammengefasste Menge? Das, oder ist das das Schnittzeichen? Das oder? Ist die Schnittmenge. Doch, sozusagen. Genau, die Schnittmenge, ne? Ja. Genau. Ja. Wo finde ich das hier in dem Baumdiagramm? Bei dem Ast, A und B. Also am Ende dieses Astes hier, ne? Hier wäre P von A und B, richtig. Und hier unten auch? Ja, B, A. Aber da steht doch B, A. Ist das jetzt was anderes? Nein. Nein. Ich kann nämlich A und B, B und A, das ist egal, in welcher Reihenfolge das hier auftaucht. Richtig. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeiten finde ich also hier, hier, hier und hier. Ja. Beziehungsweise hier, hier, hier und hier. Was, ich schreibe das mal hin, hier wäre dann P von nicht A und B. Mhm. Hier ist P von A und nicht B. Hier ist B von nicht A und nicht B. So, jetzt kommen wir zu diesen Feldern hier. Mhm. Was steht da jeweils? Also hier steht 1. Genau. Das ist sozusagen die Gesamtwahrscheinlichkeit. Mhm. Wenn hier keine Wahrscheinlichkeiten gegeben sind, dann stehen hier natürlich manchmal auch absolute Häufigkeiten. Also die Anzahl für dieses Ereignis. Ja. Ne? Also zum Beispiel die Anzahl der Personen, die jetzt hier ein Deutschprofil haben und Sport als viertes Abifach oder so. Ja? Und was steht hier? Da steht halt die beiden addiert. Richtig. Und das wäre P von... Ich gebe einen kleinen Hinweis. Von B. Ja. P von B. Das berechnet sich natürlich
durch P von A und B plus P von nicht A und B. Bedeutet, dieser Ast. Oh, oh. Ich verliere, ich schmeiße hier mit Gegenständen um mich. Also A und B wäre ja dieser Ast. Mhm. Und nicht A und B wäre dieser Ast. Ja. Ja? Das heißt, jedes Mal ist hier B am Ende und die Pfade, die B am Ende haben, die addiere ich. Und das sind hier nur zwei. Mhm. Dieser und dieser. Und deshalb ist das B von B. Ja? So. Wie ist das hier? Hier wäre dann ja P von A. Ja. Das wäre hier in unserem Fall der Ast und der Ast, wenn ich die addiere. Mhm. Und in diesem Diagramm, wo ist da P von A? In diesem Diagramm? Wäre ja eigentlich der Ast. Ja, und da ist das auch. Das steht hier dran, P von A. Ja. Hier in diesem Ast. Hier steht P von nicht A. Ja. Hier würde eben dran stehen P von B. Und wenn ich in diesem Diagramm P von B haben will, dann muss ich eben diesen Pfad plus diesen Pfad. Ja. Also diese beiden Wahrscheinlichkeiten hier zusammenrechnen. Ne? Hier ist ja nicht A und B. Diese beiden Wahrscheinlichkeiten zusammen. In diesem Diagramm ist es gleich schon dieser Pfad. Genau, hier haben wir dann P von nicht B, hier P von nicht A und das plus das ergibt 1, das plus das ergibt auch 1, das plus das ergibt P von B, das plus das P von nicht B und so runter geht es auch. Das plus das P von A und das plus das ergibt P von nicht A. Eines erkenne ich aber hier drin nicht sofort und das sind eben die... Bedingten Wahrscheinlichkeiten. Ja. Denn die bedingten Wahrscheinlichkeiten, die sind hier nicht sofort als Zahlen zu erkennen. Mhm. Wo sind denn die bedingten Wahrscheinlichkeiten in einem Baumdiagramm? Ja, also da kann man das ja sehen. Wenn ich jetzt halt P und B habe, also zum Beispiel hier jetzt den Pfad, dann ist ja die Bedingung dafür, dass B kommt, dass vorher A gekommen ist. Ja. Und halt auch hier, dass B nicht gekommen, also dass halt, es muss vorher A gewesen sein, damit B nicht gekommen, also kommt. Ja, kann. Und das heißt, wo ist jetzt diese, das heißt, diese Wahrscheinlichkeit, die in diesem Ast steht, wenn da jetzt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit 0,3 steht, hier an diesem Ast, bedeutet das, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass B kommt, ist 0,3 unter der Bedingung, dass vorher A gekommen ist. Das heißt also hier, P von, Bedingung kommt hier unten hin, und P von B, gleich 0,3. Und das ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Weil das einfach nur eintreten kann, wenn vorher eben A gekommen ist. Ja. Ja? Das bedeutet, alle diese Pfade hier, die sich hier irgendwo nicht am Anfang befinden, sind bedingte Wahrscheinlichkeiten. Und die kann ich hier aus meinem Vierfelder-Diagramm nicht ersehen, aber berechnen. Mhm. Indem ich einfach eine Wahrscheinlichkeit hier nehme und teile sie dann durch diese Randwahrscheinlichkeiten. Entweder das oder das. Mhm. Wenn ich das durch das teile, dann habe ich die Wahrscheinlichkeit für B unter der Bedingung, dass vorher A gekommen ist. Mhm. Wenn ich das durch das teile, dann ist es die Wahrscheinlichkeit für A unter der Bedingung, dass vorher B gekommen ist. Mhm. Und hier ist vorher A gekommen. Ja? Bedeutet also, ich habe hier diese unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Das hier, dieser Pfad, ist welche Wahrscheinlichkeit? P von? B, also P, achso, ja, unten, also von hier unten ist dann ja B. Genau, das ist die Voraussetzung und dann A. Ja. Man würde dann sagen P von A unter der Bedingung B. Ja. Ja.
Ja. Und das würde ich eben erreichen, indem ich diesen Wert hier teile durch das. Ja. Also hier den durch den. Ja. Dann habe ich P von A unterbedingt B. Teile ich das durch das, also das durch das, dann habe ich die Wahrscheinlichkeit P von B unter der Bedingung A. Also ja. Hier sind die Sachen umgedreht. Das ist also nicht das Gleiche. Wenn du dir das hier so merken kannst, dann da drin steckt alles. Also da drin steckt alles. Du kannst die bedingten Wahrscheinlichkeiten rechnen. Du siehst ja, wir haben ja hier keine große Formel benutzt ja. Oder sowas. Ja. Hier steckt alles drin schon. Ja? Selbst die Geschichte mit der Unabhängigkeit, für die man ja eine Formel hat und da kann man die Sachen einsetzen und kann das berechnen. Aber wenn einem das klar werden soll, wie das gemeint ist und warum das dann plötzlich unabhängig ist, wenn ich die Sachen dann da in meine Formel einsetze und ich rechne das aus, dann frage ich mich ja vielleicht, wieso ist das dann unabhängig? Das kann man hier auch schön eben an diesem Diagramm sehen. Und woran kann man das sehen? An diesem Baumdiagramm. Wenn hier zum Beispiel auch 0,3 dran stehen würde. Das heißt, wir hätten hier 0,3 und hier 0,3. Mhm. So, was bedeutet das? Das bedeutet ja, dass B zu einer Wahrscheinlichkeit von 30% kommt, wenn vorher A war. Mhm. B kommt aber auch zu 30%, wenn vorher nicht A war. Ja. Ist unabhängig. Das heißt, hier wäre B unabhängig davon, was vorher passiert ist. Entweder A oder nicht A. Ja. Das ist einfach, ich sag mal, das ist ja in Anführungsstrichen logisch. Ja. Weil du hier die gleichen Zahlen hast und dir das überlegst, was bedeutet denn das? Das bedeutet ja, B kommt. Ja, zu 30%, wenn vorher nicht A war. Ja. Aber genauso gut zu 30%, wenn vorher A war. Aber da rechnet man ja eigentlich genau das Gleiche wie bei dem Unabhängigkeit, also bei dem Abhängig. Also du rechnest ja quasi das Gleiche und dann musst du halt gucken, was rauskommt und dann entscheidest du da dran, ob es unabhängig ist oder abhängig. Genau. Es gibt ja hier diese, es gibt ja diese Formel. Ja, wenn du jetzt gucken willst, ob A und B unabhängig sind, dann gibt es ja diese Formel. Du musst diese Wahrscheinlichkeit vergleichen mit dem Produkt P von A mal P von B. Ja. Ja? Ja. Normalerweise steht hier nicht P von B, sondern P von B unter der Bedingung A. Ja? Denn überleg dir mal, wie komme ich auf diese Wahrscheinlichkeit? Ich mache mal ganz kurz noch das Baumdiagramm hier. So, nur mal einen Teil. Hier ist A, hier ist B. Und wie bekomme ich diese Wahrscheinlichkeit, P von A und B, indem ich ja hier Fahrtmultiplikationsregel mache. Ja. Und was ist das? P von A. Mhm. Und was ist das? P von B unter der Bedingung A. Ja. Das heißt, normalerweise steht das hier, müsste das da ja stehen. Ja. Wenn es aber egal ist für B, ob es jetzt vorher nun A oder nicht A war, dann ist das die gleiche Zahl wie das. Dann ist es P von B. Also wenn die beiden gleich sind, ja, dann sind die unabhängig, die beiden Ereignisse. So kann man es auch sagen. Wenn P von B das gleiche ist wie P von B unter der Bedingung, dass vorher A gekommen ist, dann sind die Ereignisse unabhängig. Das ist genau die gleiche Formel praktisch wie das. Ja. Und am Baumdiagramm kann man es eben erkennen, ne, wenn hier diese beiden Wahrscheinlichkeiten gleich sind für B bei nicht A und bei A. Mhm. Ja? Ja. Das ist eigentlich das Geheimnis der Unabhängigkeit. Mhm. Die Schwierigkeit, und das gebe ich zu, das ist nicht immer so einfach, die Schwierigkeit besteht eben darin, dass man jetzt in einer Aufgabe, die den Text, oder dem Text ja diese Zahlen oder die Wahrscheinlichkeiten entnehmen muss und gucken muss, Vierfeldertafel, ich habe jetzt hier eine schöne Vierfeldertafel, da steht noch nichts drin, wo kommt denn was rein? Wenn im Text jetzt steht, ja, haben wir ein Beispiel, gucken wir mal irgendwo hier, Vierfeldertafel. Hier, B, ne? Was ist das denn da? Ein Fragebogen enthält die Zeilen männlich, weiblich, Raucher, Nichtraucher. Von 200 befragten Personen waren 90 männlich, 80 waren Raucher,
Es gab 36 männliche Raucher. Gucken wir uns das mal eben kurz an. Also, wir haben hier eine 4-Felder-Tafel. So, wir haben männlich-weiblich. Mhm. Ja, wir machen mal weiblich und männlich. Das wäre also Geschlecht. Ne? Mhm. G für Geschlecht. Und Raucher, Nichtraucher, Raucher und Nichtraucher. Ja. Hier die Aufgabe. Von 200 befragten Personen waren 90 männlich. 90 waren männlich. Wo kommen hier die 90 rein? Dahin. Also von generell 90. Genau. Und hier kommt was hin, in diese Ecke? 200. 200. Jetzt habe ich ja eben nicht die 1, keine Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Ich habe ja hier noch die absoluten Zahlen. Ja. Ich kann daraus aber dann gleich Wahrscheinlichkeiten machen. Ja. Wenn ich 90 Männer habe, dann habe ich automatisch wie viele Frauen? 110. 110. So, jetzt steht hier noch, 80 waren Raucher. Mhm. Also 80 generell, Raucher, generell. Generell Raucher waren da. Richtig. 80 Raucher und dann habe ich automatisch hier 120. 120 Nichtraucher. Und es gab 36 männliche Raucher. 36 männliche Raucher. Ja, dann kommt das dahin. Ja, 36. Und dann kann ich mir jetzt hier diese anderen Sachen erschließen. Mhm. Nämlich hier sind es 4 und 54. Ja, 54. So, was käme denn hier hin? Gibt ja auch einen hilfsmittelfreien Teil, deswegen machen wir es mal im Kopf. Da würde dann hinkommen auf jeden Fall eine 6 am Ende. Ja. Und noch eine 6. Ja, 66. Und jetzt bis 110. Mhm. Oder man kann auch hier, du kannst auch hier das so machen. Vielleicht leichter. Ja, 44. 44. So. Ich kann natürlich jetzt auch die Wahrscheinlichkeiten hier ausrechnen, wenn ich möchte. Das muss ich aber nicht unbedingt machen. Ich mache das hier mal in klein ganz kurz. Hier haben wir W und M, hier haben wir R und nicht R. 44 durch 200, wenn ich das hier eintrage, ne? Also da kommt dann ja der Prozent raus? Oder die 0, irgendwas? Die 0, irgendwas. Und das ist dann aber auch bei der Prozent, oder? Das ist das gleiche wie Prozent, ja, genau. Wenn du es mit 100 multiplizierst. Ja, genau. Also hier kommt 0,22. Prozent wären es. Richtig, ja. Genau. Okay. So, dann haben wir natürlich 66 durch 200. Das ist jetzt nicht so schwer, was das ergibt. Das ergibt 0,33. So. Zusammen müsste das ja was ergeben? 0,55. Genau. Tut's auch. 4 wäre 1. Hier müsste dann 45. Gucken wir mal. 90 durch 200. Tatsächlich. So. Ja, jetzt können wir hier uns die 36 durch 200 vornehmen. Hier. Mhm. Das sind dann 0,18. Und dann haben wir das hier zusammen. Das ist 0,4. Hm? Mhm. Das müssten ja 80 durch 200 sein. Mhm. 80 durch 200 sind natürlich 0,4. Hier kommt dann 0,6 hin. 120 durch das. Und 54 durch 200 sind dann, ups, habe ich jetzt gerechnet, aber ich meine, wir wissen es, 0,27, weil das muss ja zusammen dann 0,6 ergeben. Ja. Das wäre jetzt hier eben schnell die relativen Häufigkeiten. Mhm. So, und jetzt die Frage. Ist aufgrund der Umfrage zwischen das Geschlecht und Rauchverhalten der befragten Person unabhängig voneinander sind. Also, jetzt ist die Frage P von, ja. Ist es jetzt nehmen wir uns hier zwei Beispiele, und zwar R, also Raucher und männlich, oder? Raucher und männlich. So, besteht da eine Abhängigkeit zwischen Raucher sein und männlich sein? Das heißt, wir gucken uns an P von R mal P von M. So, schauen wir uns das an. Ist da schon unter der Bedingung von R hier? Nein. Also wenn das so ist, wir fragen uns das, ob das so ist. Wenn das so ist, dann sind R und M unabhängig. Ach so, okay. Ja. Ja? Ja. So, R und M, die Wahrscheinlichkeit hierfür, R und M wäre ja 0,18. Mhm. P von R ist 0,4.
und P von M ist 0,45. So, jetzt rechnen wir 0,4 mal 0,45 und das ist 0,18. Also, in dem Moment, wenn wir sagen, Raucher und männlich sein, ist unabhängig voneinander. So, jetzt machen wir das mal mit, ja, gucken wir mal, was würde denn rauskommen bei Raucher und weiblich sein. Man könnte sich das vielleicht schon denken, aber wir rechnen es mal aus. Ich mache immer erst die Klammer. So, Raucher und weiblich wäre 0,22. 0,4 mal 0,55. Jetzt rechne ich 0,4 mal 0,55 und komme auf 0,22. Auch die sind unabhängig voneinander. Ja? Und es wäre ja egal, wie rum ich das jetzt hier mache. Männlich und rauchen, rauchen und männlich. Das ist egal. Ja. Also in dem Fall hättest du dir gezeigt, dass die beiden Merkmale, Geschlecht und Rauchverhalten unabhängig sind. Ja, in einem Stadtteil, machen wir mal eben, in einem Stadtteil sind 30% der Einwohner über 70 Jahre alt. Mhm. Davon sind 40% Männer. Unter den jüngeren Einwohnern beträgt der Anteil der Männer 50%. Mhm. Wie viel Prozent der Männer sind höchstens 70 Jahre alt? Wie machen wir das? Also wir können ja erstmal gucken, was wir haben überhaupt. Genau, also als erstes würde ich immer, wenn es bedingte Wahrscheinlichkeiten geht, vier Feldertafel an die eine Sache denken und die andere Sache gleich Baumdiagramm hier. Ja. Ne? Vielleicht ist das eine plausibler als das andere, man weiß es nicht so genau, aber an beide Möglichkeiten immer gleich denken, zack, erstmal hinmalen. Ja. So, jetzt geht es um welche beiden Merkmale geht es denn? Es geht einmal um? Ja, einmal um männlich und einmal um, also männlich-weiblich und einmal um über 70 und unter 70. Genau, männlich, nicht männlich. 70. Und dann habe ich hier über 70, schreibe ich mal größer 70 und kleiner gleich 70. Ja. So, und jetzt gucken wir uns an, was da an Zahlen gegeben ist. In einem Stadtteil sind 30% der Einwohner über 70 Jahre alt. Also 30% der Einwohner, also egal ob männlich oder weiblich. Ja. Das heißt also, über 70 sind hier 30%, also 0,3. Mhm. Was ist noch gegeben? Davon sind 40% Männer. Also hier von denen 40%. Das heißt, ich muss hiervon 40% berechnen. Ja. Und wie berechne ich von 30% 40%? Kann man nicht einfach 0,4 durch 0,3 rechnen? Fast. 0,3 mal 0,4. Ah, so, okay. Multiplizieren. Ja. So, das heißt 0,12. Männlich waren die, ne? Ja. Ja. Davon sind 40% Männer. Ja, also Männer, also 0,12. So, das heißt, wie geht's weiter? Unter den jüngeren Einwohnern beträgt der Anteil der Männer 50%. Ja. Die jüngeren, also wir haben ja hier 0,7. Mhm. Unter den jüngeren beträgt der Anteil der Männer 50%, also die Hälfte von 0,7, würde ich sagen. Also 0,35. Ja? Ja. Jetzt könnten wir das hier zusammenfassen. Also hier haben wir dann 0,18. Hier hätten wir 0,47. Hier müsste 1 sein. Das heißt hier 0,53. Und hier wieder auch 0,35. Ja. So, das wäre unsere Wahrscheinlichkeit. Und die Frage war, wie viel Prozent der Männer sind höchstens 70 Jahre alt? Hey, heute habe ich es aber auch mit meinem Stift. Wie viel Prozent der Männer sind höchstens 70 Jahre alt? Mann und höchstens, kleiner gleich 70, hier, 0,35 von allen jetzt, dann haben wir genau 0,35%. Und wenn wir jetzt sagen,
0,35 von den Männern. Wie viel Prozent der Männer sind höchstens 70 Jahre alt? Ja, das müsste ja das sein. Mhm. Also haben wir 0,35 geteilt durch, bezogen auf die Männer. Ja, mhm. Also Männer und kleiner gleich 70, bezogen auf die Männer, also von allen Männern, wäre dann das. Okay. Und das heißt hier in dem Fall P von M und kleiner gleich 70, ja, mhm. geteilt durch P von M. Mhm. Ja? Ja. Und das ist die Wahrscheinlichkeit für P von M unter der Bedingung kleiner gleich 70. Hier unten kommt immer das hin, was im Nenner steht. Mhm. Und das andere kommt dann da. Und wenn ich das jetzt auswählen, 0,35 durch 0, zack, ist 0,74 ungefähr. So. Alter! Das gibt's ja nicht! Ich schmeiß alles weg und jetzt habe ich mir den noch zerschossen oder was? Warum ist der denn jetzt hier so abgegangen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh. Mann. Ein guter Spiel. Guter Laden. Hm. Ah, funktioniert wieder. Puh, Schweiger. Ja, Nanne, wir sind am Ende. Wir haben eine, ich weiß gar nicht, ob wir das alles aus dem Video kriegen. Das ist ja fast eine Stunde, die wir hier schon aufnehmen. Wir sagen jetzt ganz schnell Tschüss. Bis nächste Woche in alter Frische. Und wir drücken natürlich alle Nanne die Daumen für die Arbeit. Ja. Tschüss. Tschüss.